Was geht ab, ihr kleinen Schlingel, und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freunde, heute gibt es mal wieder 5 der gruseligsten Videos des Internets. Ich habe sie irgendwo aus den weiten Tiefen herausgezogen für euch. Und ihr schnallt euch jetzt gefälligst an und habt den Mut, sie alle gemeinsam mit mir anzugucken. Fangen wir an. So, Freunde, bevor es aber losgeht mit den Videos, jetzt euer Job, lasst einen fetten Daumen nach oben da, wenn ihr sagt, Julian, die gruseligsten Videos im Internet, das Format muss weitergehen, auch im neuen Jahr, ihr habt es in der Hand, dann zeigt das jetzt bitte in dieser Sekunde mit einem fetten Daumen nach oben. Vielen Dank dafür und jetzt fangen wir an. So, wir fangen direkt an mit einem Video von einem Uber-Driver, sowas quasi wie ein Taxifahrer. Und der hat einen YouTube-Kanal, einen eigenen, da filmt er immer, wenn irgendwelche Leute bei ihm sind und ist meistens lustig und witzig, aber dieses Video ist gar nicht lustig oder witzig, denn wir sehen schon... Die beiden meinen schon, ey, fahr los, ja, wir sind Andy. Er meint, die waren echt selbstbewusst, diese Typen. Er wusste direkt, irgendwas stimmt da nicht so ganz. You may have seen on the channel before, I've had people get into the car and pretend to be the first. Das Ganze funktioniert halt per App und er hatte schon öfter mal Leute, die versucht haben, sich so reinzusneaken, die gesagt haben, ey, wir sind die Leute von der App, aber waren es dann gar nicht, weil sie einfach nur umsonst fahren wollten. Okay, und dachte die eben auch. App says I'm going to Richmond. Yeah, so. You sure you're Andy? Yeah, we're Andy, let's go. Er meinte, ja, ich bin Andy von der App und so. Just fucking let's go. I'm not joking. Can we just watch that headlock back? Okay, das war auf jeden Fall heftig. Die Jungs machen keinen Spaß, die nehmen das Ganze 100% ernst. Die wollen auf jeden Fall, dass er losfährt. Er zeigt ihm direkt, ich meine, in der Lage kann er auch gar nichts machen, von hinten greift er ihn so. Das ist jetzt nicht so ein gruseliges Geistervideo, aber es ist schon gruselig, wenn man sich vorstellt, wenn ihr so ein Taxifahrer wärt und auf einmal habt ihr so jemanden und der filmt das Ganze noch. Und die beiden haben anscheinend gerade irgendwas angestellt, irgendwas ausgeraubt oder irgendwas gemacht, was illegal ist. Und jetzt wollen sie mit ihm schnell davonfahren. Er meint, ja, normalerweise soll man die Polizei rufen in der Situation, aber wie soll er das machen? Das ist gut in der Theorie, aber... So, jetzt ruft er noch jemanden an. Er fährt, ist merklich aufgeregt. Ich meine, klar, stellt euch mal vor, ihr habt so zwei Typen hinten drin. Ihr wisst genau, ihr könnt nichts machen, ihr könnt nicht die Polizei rufen, weil wenn ihr irgendwas macht, kommt ihr wieder, packt euch so von hinten. Ich meine, ihr seid ja da voll in der... In so einer hilflosen Lage. Okay, der Mann kommt aus Melbourne, also aus Australien, wenn mich meine geografischen Kenntnisse nicht täuschen. So, jetzt erkennen sie auch noch die Kamera. Okay, jetzt ist richtig spannend. Die beiden Jungs erkennen die Kamera, wissen, dass der Uber-Driver, der Taxifahrer, er macht schon wieder und jetzt haben sie die Kamera entdeckt. So. I wanted to get as much evidence of these schmucks as possible, so this is what I did. When I'm driving, I keep my phone in a mount, which kind of looks a little bit like this. Er meint, während er fährt, ist sein Handy immer noch dort. Für Navigationssystem, man kennt das von Taxifahrern. Und jetzt hat er es irgendwie geschafft, trotzdem weiter zu filmen mit seinem Handy, weil er einen Beweis haben wollte. Und hat es irgendwie geschafft. Okay, ich glaube mittlerweile, dass das Video 100% fake ist, weil ich glaube, das ist mir jetzt gerade, als ob er da noch so heimlich filmt. Ich meine, wenn er die Eier hat, Respekt. So, was ist jetzt los? Ihr könnt ja auch noch einen anderen Move machen, außer den. Jetzt kommen auf jeden Fall die Cops, jetzt haben die irgendwie entdeckt. Okay, krass. Okay, heftig, Freunde. Also, das war mal ein krasses Video. Das war jetzt nicht gruselig im Sinne von Geistern oder sowas, aber ich finde sowas auch immer krass, wenn man sich in die Person hineinversetzt. Es sind einfach so komische Typen einsteigen, die einen quasi noch bedrohen. Very fortunately getting out of their cop car as I pulled in like a maniac with my hand on the horn. It ended well, but had it gone a different way, like... Meint selber, es war total riskant, wenn die eine Waffe gehabt hätten, aber ich bin mir relativ sicher, dass das Ganze fake ist. Also am Anfang dachte ich, okay, hätte sein können, aber auch, ich fand, die haben relativ geschauspielert gewirkt, die bösen Typen. Aber trotzdem, krass, also auch gute Idee. Bevor es gleich weitergeht, eine ganz mini Werbeunterbrechung, liebe Freunde, aber für meinen eigenen Shop. Und zwar folgendes.
Für die Leute, die sagen, ey Julian, wir konnten nichts mehr bestellen, eigentlich hätte ich gern was zu Weihnachten von dir gehabt, aber leider ging es nicht mehr, das kommt jetzt ja auch nicht mehr rechtzeitig und so. Kein Problem, wir haben jetzt einen Geschenkgutschein im Jero Shop. Erster Link in der Beschreibung. Da könnt ihr den Betrag auswählen, den ihr wollt und könnt ihn verschenken, entweder euren Freunden oder von euren Eltern noch zu Weihnachten bekommen. Und der kommt noch rechtzeitig zu Weihnachten digital bis zum 23. Dezember 17 Uhr, wenn ihr bis dahin bestellt. Und für alle, die bis dahin noch bestellen zu Weihnachten, gibt es von mir ein persönliches Grußvideo noch dazu. Entweder wenn ihr den Gutschein geholt habt, schreibt ihr mir per Instagram oder ihr bekommt das per E-Mail. Also erster Link in der Beschreibung. Macht euch jetzt selber ein Geschenk oder bekommt's Geschenk. Lohnt sich auf jeden Fall, Freunde. Und jetzt geht's weiter. Gut umgesetzt. So, wir kommen zu Video Nummer 2. Jetzt haben wir keinen Taxifahrer, sondern einfach nur, ich glaube, es ist ein Truckerfahrer. Aber ich weiß es nicht. Freunde, gucken wir auf die Straße, nächtliche Straße. Okay, das ist aber schon heftig gerade. Das ist schon heftig. So, was haben wir jetzt hier, Freunde? Wer kommt jetzt hier angestreunert? Wen haben wir da? Noch sehe ich überhaupt gar nichts. Eine leere Straße. Aber liebe Freunde, wir kennen es. Es wird sich ganz schnell ändern. Gleich wird irgendwas passieren. Man fragt sich immer nur, wann. Wie in diesem Horrorfilm. Oh! Okay. Dann haben wir eine Frau auf der Straße, die in sich selber reinsticht mit so einem Messer. Okay, das ist 100% fake. Er reagiert noch viel zu cool. Freunde, stellt euch mal wirklich vor, ihr fahrt da lang, auf einmal steht eine Frau mit so einem Messer, die in sich reinsticht auf der Straße. Ich glaube, man würde, ich weiß nicht, wie man reagieren würde, aber nicht so wie er. So, drittes Video. Heute haben wir es auf jeden Fall mit den Dashcams, mit den Autokameras. Was passiert jetzt? Aber das eben gerade vorne, ich bin mir halt der Meinung, wenn mir sowas passieren würde, ich würde, glaube ich, einfach Gas geben, ganz schnell wegfahren wollen. Und nicht, oh Gott. Ich weiß, das kommt mir alles immer zu gespielt rüber. Vielleicht muss ich selber mal in so eine Situation kommen, vielleicht komme ich da auch rüber, als würde ich das spielen, aber... So, okay, was hat der Typ jetzt entdeckt da? Was ist gerade auf dem Feld? Ist das eine Vogelscheuche oder ist das eine Creepy-Puppe? Was zum... Was ist das bitte? Mitten auf dem Kornfeld? Film noch mal ran, komm, zoom mal ein bisschen ran. Alter, das ist ja übelst creepy. Also könnte natürlich eine Vogelscheuche sein, aber es ist eine extrem gruselige. Alter, bewegt die sich auch noch? Oder ist das... Das ist irgendjemand mit einem Kostüm. Scarecrow, maybe? Ich habe immer noch Angst vor diesen ganzen Clowns, ja, dass irgendwie so Clown aus dem Feld rausspringt. Durch diese ganze Horror-Clown-Zeit und so, da waren ja ständig auch Clowns aus solchen Feldern. Aber das ist, glaube ich, ich weiß nicht, was ist das bitte? Wenn sogar, wenn ich sie so umdrehen würde auf einmal und ihn anschauen würde. Okay, Video Nummer 4 ist diesmal jetzt kein Straßenclip mehr, sondern wir haben diese beiden Mädels, die irgendwas mit Handy gefilmt haben. Das erkennen wir daran, dass sie hochkant gefilmt haben, nicht quer. Freunde, filmt bitte immer quer. Hört auf, immer hochkant zu filmen. So, quer ist viel besser. Gerade für YouTuber kennt man einfach viel mehr. So, da ist irgendwas mit einer Puppe auf jeden Fall. Da müsst ihr jetzt ganz genau aufpassen, denn auf den ersten Blick sieht man vielleicht gar nicht, was da abgeht. Achtet mal auf den Schrank dort oben. Den Schrank über den Köpfen von den Kids, die da, ich weiß gar nicht, was die da eigentlich vorhaben. Was wollen die da machen? Ich weiß nicht, was sie da anstellen wollen. Aber schaut nach oben. Schaut nach oben. So, was planen die kleinen Blagen da? Ah, okay, mit so Bechern, so Zaubertricks oder was wollen die da machen? Schaut nach oben, Freunde. Oben auf den Schrank. Gleich wird was passieren. Da oben, habt ihr es gesehen? Die Puppe kommt raus. Die Puppe kommt einfach raus. Okay, das ist schon creepy. Das Video ist schon gut gemacht. Das, gerade weil es auch so eine schlechte Qualität hat, könnte es theoretisch real sein. Also, es hat mir gut gefallen. Aber bestimmt ist irgendwie gefaked. Aber haben die Kids gut gemacht, wenn sie das Ganze gefaked haben. Dann auf jeden Fall creepy mit dieser Puppe. So, Freunde, das letzte Video stammt aus dem Wald. Und Videos aus Wäldern sind eigentlich immer irgendwo ein bisschen creepy. Und da hinten haben wir eine Figur, die läuft. Alter, was ist das? Ist das der Bigfoot? Es gibt ja viele Leute, die glauben immer noch an den Bigfoot, glauben, dass er irgendwo da draußen existiert. Ich persönlich, Freunde, wenn ich ehrlich bin, hab schon öfter mal gesagt, ich glaube, wenn so ein Wesen existiert, wie der Bigfoot, wie der Yeti oder sonst was, irgendwann stößt man drauf. Heutzutage, jeder hat Handys, es gibt Extremsportler oder extreme Wanderer, Leute, die sich wirklich in jeder Region der Welt aufhalten, dann hätte man schon mal gesehen, die würden auch irgendwas hinterlassen, Spuren hinterlassen. So, da haben wir es gerade nochmal nicht rangesucht, aber zumindest mal verlangsamt. Es ist schon creepy, es sieht nicht wirklich aus wie ein Bigfoot, aber nicht wirklich auch nicht wie ein Mensch. Könnte vielleicht auch ein Tier sein, könnte natürlich auch komplett gefaked sein, irgendwie so ein Kostüm. Weiß man halt nie. Gerade weil die Qualität des Videos halt leider wieder schlecht ist. Mir fehlt immer noch mal so eine richtig schöne Bigfoot-Aufnahme in 4K
mit Drohne, mit normaler, toller Kamera. Also das wäre für mich mal so ein richtig schönes Weihnachtsgeschenk, aber irgendwie, Freunde, scheint das nicht zu kommen. Leider. Okay, da haben wir es nochmal rangesucht. Das ist schon creepy, wenn ich mir vorstelle. Komm, ihr seid so im Wald unterwegs mit dem Hund Gassi oder so. Auf einmal kommt da so ein Typ. So, auch wenn er weit weg ist. So, denkt mir, fuck, hoffentlich merkt er nicht, dass ich da bin oder so. Hoffentlich sucht er mich nicht heim oder rennt mir nach. Stellt euch vor, der dreht sich auf einmal um und rennt auf euch zu. Ihr seid mitten im Wald komplett alleine. Also, das stelle ich mir schon auf jeden Fall nicht ganz so schön vor, ehrlich gesagt. Okay, liebe Freunde, ihr kennt das Spielchen. Lasst den fetten Daumen nach oben da. Ist nur ein klitzekleiner Klick für euch, aber ein Riesenklick für mich. Hier kommen fast täglich Videos. Es lohnt sich definitiv, wenn ihr erstmal Daumen nach oben da lasst und dann natürlich auch noch abonniert diesen Kanal hier, Freunde. Wir haben bald Weihnachten, Freunde, ich weiß, aber hier wird es auch im neuen Jahr richtig gut weitergehen. Das war's mit den gruseligsten Videos im Internet. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr könnt mir immer gerne auch gruselige Videos selber zuschicken, entweder auf Instagram oder per E-Mail. Dann habe ich immer ein paar, da habe ich immer ein bisschen neues Material. Ansonsten kann ich nur noch sagen, das war's von mir. Die Welt ist böse und passt auf euch auf.